Hallo ihr Lieben, heute möchten wir mit euch einen Tisch für Playmobil basteln. Viel Spaß und los geht's! Als erstes zeichnen wir mit einem Bleistift und einem Lineal auf einem Karton oder auf einer Pappe einen Rechteck mit der Breite 6,5 cm und der Länge 12 cm. Nach dem Zeichnen schneiden wir den Rechteck aus. Zunächst brauchen wir weißes Blatt Papier, damit wir es mit dem Kleber auf den Karton kleben können. Dann müssen wir das restliche Blatt abschneiden, damit es kleiner und kürzer ist. Danach schneiden wir in den Ecken, damit man es später auch gut falten kann. Dann kleben wir mit Kleber das restliche Blatt an den Karton fest. Zunächst kleben wir an die Rückseite vom Karton oder von der Pappe ein kleines Stück weißes Blatt Papier drauf. Als nächstes brauchen wir Eisstiele und die kürzen wir für 4,5 cm. Dann machen wir noch 3 Stück davon, weil es ja die Beine vom Tisch sein sollen. Insgesamt sollten das dann 4 kleine Eisstiele sein. Jetzt kleben wir die Eisstiele mit Heißkleber an den Rand von dem Rechteck. Jetzt
kleben wir noch die Deko fest. Eine Blume kann ja für Frühling auch nicht fehlen. Und schon ist es fertig. Das war's auch schon mit diesem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Video.